Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mich durch die Sendung begleiten. Wie heißt es in dem bekannten Volkslied, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus? Ich würde gerne ergänzen, und bei strahlender Sonne feiern die Menschen mit Wonne. Na gut, das Reimen ist nicht so mein Ding, darum schauen wir jetzt besser auf unsere heutigen Beiträge, bei denen es um Jubiläen, Traditionen und Wohnmobile geht. Wir feiern 100 Jahre Musikverein Upsprunge und setzen mit den Salzkottner Schützen den Maibaum, bevor wir zum Ankämpfen in Oberntudorf starten. Der Musikverein Upsprunge wurde 100 Jahre, ein Grund gleich zweimal zu feiern. Zum Kommerzabend luden sich die 65 aktiven Musiker viele Gäste in die Selzerhalle und präsentierten sich von ihrer besten Seite. Sie zeigten ihre musikalische Leistung und auch, dass das Gemeinschaftsgefühl in einem Verein einen hohen Stellenwert hat. Lobende Worte für ihr Engagement bekam der Verein vom Bürgermeister Ulrich Berger und Landrat Christoph Rüther. Eine kleine Überraschung hatte der Dirigent Semyon Mitschke dann noch in petto. Der Verein erhält die Pro Musica Plakette. Was es mit dieser Plakette auf sich hat, erklärt Ihnen mein Kollege Tobias Kleinschulte, der vor Ort war. Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Musikverein Upsprunge einen festlichen Kommerzabend. Laut Duden handelte es sich dabei um einen abendlichen Umtrunk im feierlichen Rahmen. Den feierlichen Rahmen bot der 100. Geburtstag des Vereins. 1924 gegründet, gehört der 260 Mitglieder starke Verein zu den Institutionen im Heder Quelldorf. In der Selzerhalle hatten sich am Samstagabend zahlreiche Freunde, Unterstützer, Nachbarvereine und Gäste eingefunden, um mit den Musikern zu feiern. 65 Aktive taten auf der Bühne das, was sie am besten können: musizieren. Unter dem Dirigat von Semyon Mitschke intonierten sie beispielsweise die Stücke »So schön ist Blasmusik« oder das »Concerto d'Amore«. Flankiert wurden die perfekt dargebotenen Instrumentalstücke von zahlreichen Grußworten aus den Reihen der Politik und Kultur. Vereinsvorsitzender Christopher Becker betonte in seiner Festrede, dass der Verein mehr als ein Zusammenkommen sei. Er sei eine Gemeinschaft, ein Ort, an dem Musik lebe und blühe. Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensweisen zusammenlebten. Der Verein stehe für Vielfalt, Inklusion und engagiere sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung. Ja, wir pflegen ja sehr enge Freundschaften zu unseren befreundeten Vereinen, den Spielmannszügen, den Schützenverein. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen fand in Salzgotten erstmal eine Demo zum Thema Vielfalt in unserer Stadt statt. Und da haben wir uns natürlich auch aktiv daran beteiligt. Wir sind mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern dort vertreten gewesen in unseren Poloshirts. Und man hat uns auch dort gesehen, dass wir für Weltoffenheit und Toleranz stehen. Die Musiker betonten immer wieder, dass gerade das Miteinander das soziale Gefüge der Gesellschaft verbessere. Musik schaffe Verbindungen über Grenzen hinweg. Hier sind viele Musiker im verschiedenen Alter, auch ganz junge Musiker. Und wir unterhalten uns über viele Dinge. Und die Begegnung hier mit so vielen Menschen, die ist einfach toll. Ja, der Musikverein Upsprunge ist eine große Gemeinschaft, eine große musikalische Gemeinschaft, fast schon eine kleine Großfamilie. Und wir sind viele junge Leute, wir sind viele ältere Leute, wir verstehen uns gut. Und durch das gemeinsame Musizieren wächst man einfach in Upsprunge so zusammen,
Das ist schon, der Musikverein ist eigentlich wie ein zweites Zuhause für alle Musikerinnen und Musiker und das ist das Tolle daran. Ja, also beim Musizieren, das gemeinsame Erlebnis, wenn man Instrumente gemeinsam anspielt, der Sound, der dabei entsteht und das Gemeinschaftsgefühl ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Zu sehen, wie das Ganze dann als Klangkörper rüberkommt oder zu hören vielmehr. Auch Salzkottens Bürgermeister Uli Berger ließ es sich nicht nehmen, dem Verein zum 100-jährigen Geburtstag zu gratulieren und überreichte dem ersten Vorsitzenden eine Urkunde und ein westfälisches Flachgeschenk. Berger betonte das hohe Engagement der Musiker und unterstrich in seinem Grußwort, dass der Verein die kulturelle Landschaft der Stadt enorm bereichere. Ja, im Salzkotten ja ein vielfältiges Angebot. Wir haben in vielen unserer 10 Ortsteile Musikvereine, Spielmannszüge und Umsprünge ist da ein Leuchtturm mit verschiedenen anderen. Wenn ich daran denke, dass sie allein in den letzten Jahren 4-mal das Neujahrskonzert mitgestaltet haben, über 800 Besucherinnen und Besucher begeistert haben, dass alles mit ehrenamtlichem Engagement geprägt ist, eine starke Jugendarbeit dabei ist, da kann man nur sagen Chapeau und herzlichen Glückwunsch im Namen der Stadt Salzkotten. Auch Landrat Christoph Rüther kam nicht mit leeren Händen und gratulierte dem Verein von ganzem Herzen. Er lobte vor allem die Einbeziehung der Jugendlichen in den Verein. Immerhin ist das Durchschnittsalter der Aktiven 29. Also einmal ist mir das extrem wichtig, weil wir natürlich unsere Jugend auch hier behalten wollen. Das heißt, die gehören einfach bei uns in den Kreis Paderborn. Und so, wenn die halt hier eingesetzt werden, wenn die in den Vereinen mitarbeiten, fühlen die sich hier wohl, bleiben hier. Zum Zweiten ist es aber auch extrem wichtig, den Jugendlichen auch wirklich eine Heimat hier zu geben, dass sie auch sehen, dass sie hier gebraucht werden und dass sie sehen, dass sie auch ernst genommen werden in der Region. Und das ist von unschätzbarem Wert in all unseren Vereinen hier. Ortsvorsteher Markus Zacharias war stolz auf seinen Musikverein. Ohne die musikalische Begleitung durch die Instrumentalisten wäre das Dorfleben kulturell deutlich ärmer. Ja, der Musikverein unterstützt uns bei sämtlichen Veranstaltungen, die wir im Dorf haben, musikalisch immer hervorragend. Da, wo die Umsprunger Musik machen, ist immer was los und die sind ein Garant für gute Stimmung und deswegen freue ich mich heute Abend hier mit dem Musikverein das 100-Jährige zu feiern. Dirigent Semjon Mitschke konnte dann noch mit einer echten Überraschung aufwarten. Der Musikverein Umsprunge wird Ende Mai mit der Pro Musica Plakette ausgezeichnet. Seit 1968 wird diese bundespräsidiale Auszeichnung an Vereine verliehen, die sich aktiv für die Pflege der instrumentalen Musik einsetzen. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen im Vorfeld viele Unterlagen, wie die Gründungsurkunde, eine lückenlose Chronik sowie ein Verzeichnis des Repertoires eingereicht werden. Musiker Franz Josef Burs hatte sich stundenlang in die Materie eingearbeitet und bekam von seinen Vereinskameraden ein kleines Dankeschön. Denn wie Eva-Luise Roth vom Landesmusikrat NRW mitteilte, habe sich der Aufwand gelohnt und die Bewerbung sei erfolgreich gewesen. Am 26. Mai wird der Verein nun diese besondere Auszeichnung erhalten, die bisher an 2268 andere Orchester bundesweit verliehen wurde. Pro Musica-Plakette zeichnet Musikvereine aus, die sich in besonderer Weise um die Tradition, aber eben auch um die Gegenwart, um das kulturelle Leben vor Ort, um die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen verdient macht. Und da ist der Musikverein Obstsprunge ein absoluter Vorbildverein. Und Sie können sehr, sehr stolz sein, einen solchen Verein hier in der Gegend zu haben. Die Mondkicker um Manfred Pauli spielen nicht nur Fußball, sondern engagieren sich seit 35 Jahren auch für die gute Sache. Zum 100. Geburtstag des Musikvereins Umsprunge kamen sie mit einem großzügigen Scheck, 1.111 Euro für die Vereinskasse. Uwe Zimmermeier vom Kreismusikerbund Paderborn mit 80 Mitgliederverein überreichte den Landesehrenteller, der im Umsprunger Probenraum wohl einen Ehrenplatz bekommen wird. Maike und Manuela, zwei aktive Musikerinnen des Vereins, lockerten als Kässe-Moderatorinnen den Reigen an Reden auf und entlockten einem auskunftsfreudigen Publikum Anekdoten rund um ihren Lieblingsverein, bevor Stadtmusikverbandsvorsitzende Annette Stracke in der abschließenden Rede noch einmal die Bedeutung von Musik unterstrich. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute den 100. Geburtstag des Musikvereins aus dem Sprunge feiern dürfen. Die sind also ganz wichtiger Teil unserer musikalischen Familie in Salzkotten. Sie integrieren Jugend, sind für alle Generationen da. Es sind auch nicht nur Umsprunger, es sind auch welche aus dem ganzen Stadtgebiet dabei. Sie sind auch dabei, wenn es um Vertretungen geht innerhalb der Vereine.
Sie sind halt einfach ein großes Plus für uns. Und dann nochmal danke für das Engagement aller Mitglieder, aller Musikerinnen und Musiker. Nach dem gut zweistündigen Festakt luden die feiererprobten Musiker dann noch zu einer rauschenden Party ein, um den 100. Geburtstag auch noch einmal richtig zu begießen, bevor in den nächsten Wochen mit den vielen Schützenfestterminen die Hauptsaison für die passionierten Musiker beginnt. Musikalisch auf einem hohen Niveau mit Melodien, die unter die Haut gehen. Nochmal Glückwunsch an den Musikverein Upsprunge. Zur musikalischen Unterhaltung beim Maibaumsetzen der Salzgottener St. Johannes-Schützen trug dann der Spielmannszug Salzgotten bei. Routiniert setzten die Schützen den Maibaum mit dem silbernen Wetterhahn an seiner Spitze nun zum 27. Mal in den Himmel. Und natürlich wird auch hier bei diesem Event ein Jubiläum angestrebt. Die 30 hat man schon im Blick. Nicht nur für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt, auch kamen alle Gäste durch ein buntes Unterhaltungsprogramm auf ihre Kosten. Tobias Kleinschulte berichtet Ihnen von dieser Feier. Zum 27. Mal stellt die 3. Kompanie der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzgotten am Vortag des 1. Mai den Maibaum an der St. Marienkirche auf. Seit 1996 gibt es diesen Brauch hier in der Hederstadt. Vor 27 Jahren sind ein Teil von unseren oder von meinen Vorgängern darauf gekommen, ein neues Fest zu kreieren. Und dadurch ist dieser Maibaum entstanden. Und wie gesagt, das halten wir jetzt schon 27 Jahre durch. Wir werden die 30 wohl auch noch voll kriegen. Vielleicht müssen wir nächstes Jahr etwas anderen Standort wählen. Müssen wir nochmal schauen. Damit spielt der Schützenhauptmann auf die Tatsache an, dass das angrenzende Pfarrheim zukünftig abgerissen werden soll und auf der Fläche ein Neubau entstehen soll. Doch soweit ist es noch nicht. Vorerst darf hier noch gefeiert werden. Tatkräftige Unterstützung erhalten die Schützen von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Unter den wachsamen Augen der Gäste ziehen die Feuerwehrleute den 18,5 Meter hohen Holzbaum hoch, bis er schließlich seine senkrechte Position erreicht hat und in voller Pracht an der Upsprunger Straße steht. In Salzgotten setzt man auf die Zugkraft der Maschine. In anderen Orten wird der Baum von Hand aufgestellt. Ganz ohne handwerkliche Unterstützung geht es dann aber auch hier nicht. Die fachgerechte Fixierung des Baumstammes wird von gekonnter Hand vollzogen. Ja, es ist, liegt an sehr vielen Helfern. Wir brauchen auch sehr viele Helfer. Die Vorbereitung, das Zelt aufbauen, das geht eigentlich mittlerweile recht zügig. Aber hier am Abend müssen natürlich auch viele Helfer dabei sein, die an der Theke sind, in der Würstchenbude sind. Wir machen alles in Eigenregie. Die Ursprünge des Maibaumbrauchtums sind immer noch ungeklärt. Häufig genannt werden germanische Riten. Die Germanen verehrten Waldgottheiten, denen sie in verschiedenen Baumriten huldigten. In seiner heutigen hohen Form mit Spitze und Kranz geschmückt ist der Maibaum seit dem 16. Jahrhundert bekannt. In Salzgotten bildet ein silberner Wetterhahn die Spitze des langen Baumstammes, darunter ein Kranz, bunt geschmückt als Symbol des Frühlings. Es folgen 20 Figuren, Embleme und Symbole, die den Maibaum zieren und ihn zu einem seltsamen Unikum machen. Alle Figuren erinnern an einen Verein, eine Gruppe oder eine Institution, die das Stadtbild prägen. Gestaltet wurden die künstlerischen Schmuckstöcke vom Künstler und Ehrenhauptmann der 3., Theo Hüppmeier. Ein tänzerisches Unterhaltungsprogramm rundet die Feierlichkeiten ab. Farbenfroh die Auftritte des Gardenachwuchses, der mit seinen facettenreichen Kostümen für Frühlingsstimmung sorgt. Auch wenn das Tanzen auf unebenem Untergrund gar nicht so einfach ist, liefern die Tanzgruppen sehenswerte Auftritte ab. Die Minigarde entführt die Zuschauer in das Reich von Pippi Langstrumpf. Die Salzer Garde-Kids nehmen die Gäste mit in ein interaktives Game mit Super Mario. Den krönenden Abschluss des tänzerischen Dreiklangs bilden dann die Mädels der Jugendgarde, die mit ihren schillernden Kostümen die Blicke der Zuschauer auf sich ziehen.
Auch am Start die Tanzdil Salzkotten, die sich und ihren Brückentanz präsentiert und Lust macht auf die Jugendfestwoche, die Ende des Monats im Kreis Paderborn stattfindet. Nach dem offiziellen Programm rückt man im Festzelt zusammen, lauscht den Klängen des Spielmannszuges oder der Brassburm, um bei dem einen oder anderen Kaltgetränk ins Gespräch zu kommen. Außerdem ganz oben im Beliebtheitsranking die Tombola, die mit fantastischen Preisen lockt. Das Maibaumsetzen 2024, auch wieder ein Highlight im Festkalender der Salzerstadt. Ja, der Festkalender der Salzerstadt ist prall gefüllt. Da dürfen Sie sich noch auf manche Berichterstattung freuen. Sehr zur Freude der Wohnmobilisten hatte ihr Kollege Rudi Krause zum Ancampen eingeladen. Wohnmobilisten, das sind die Menschen, die ihre Urlaubsunterkunft immer dabei haben, ihr Wohnmobil. Und Ancampen, das ist sowas wie der Start in die Saison. In Oberntudorf konnten sich die Wohnmobilisten in geselliger Runde über ihre Gefährte und die besten Reiseziele austauschen. Ernst Köchling fragte nach, wohin die Reise geht. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier beim ersten Ancampen in Oberntudorf. Nun, Campen ist in und insbesondere die Wohnmobilisten, sie sind auf dem Vormarsch. Zurzeit sind es rund 900.000 Wohnmobile, die in Deutschland gemeldet sind. Allein nach der Corona-Krise im Jahr 2022 kamen 65.000 mit hinzu. Das Frühjahr ist ja ein wahrer Weckruf, da juckt es den Wohnmobilisten so richtig in den Fingern. Und wir mischen uns mal darunter und fragen, wohin die Reise so gehen könnte. Für 20 Wohnmobile ging die Reise dann zunächst zum ersten Ancampen in Oberntudorf. Leider gibt es im Stadtgebiet noch keine geeigneten Stellflächen, so dass heute die Wohnmobile auf anliegenden Straßen geparkt wurden. Der gemütliche Teil aber, er fand gewissermaßen notgedrungen hier vor dem Haus von Rudi Krause, dem Organisator dieses Treffens, statt. Seine Maxime: gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Für uns gewährte der leidenschaftliche Wohnmobilist einen Einblick in sein Allerheiligstes. Rudi Krause heißt der Besitzer dieses schicken Wohnmobils und er ist auch gleichzeitig Initiator des ersten Wohnmobiltreffens. Ancampen sagt man hier in Tudorf. Rudi, was verstehst du jetzt unter Ancampen? Ja, unter Ancampen verstehe ich, es ist ja ein Treffen, wo wir gewisse Sachen austauschen. Und zwar, wo können wir hinfahren, was können wir tun, Neuigkeiten am Wohnmobil. Ich habe ein paar Firmen mit im Programm, wo die Duschen eventuell kaputt gehen und so weiter. Das sind solche Sachen, Austausch. Wohnmobilisten finden natürlich immer ein Thema. Ein ganz besonderes Thema ist natürlich dieses schmucke Wohnmobil. Wie lang ist das? Das ist 6,80 Meter. Ist einer der, man kann sagen, früher gab es ja die kleineren Wohnmobile. Das ist ja schon ein voll integriertes Fahrzeug. War natürlich nicht billig in der Zeit. Heutzutage kostet das, wenn ich das so sehe, 130.000. Ein stolzer Preis, muss man natürlich tief für ins Portemonnaie greifen. Gibt es für dieses Jahr für dich schon eine Planung, wo es hingehen kann? Ja, über Ostern waren wir in Bad Königshofen, werde ich gleich auch noch etwas dazu sagen. Ich werde wieder an der Ostsee fahren zweimal. Dann wird eine Pflichttour sein an der Mosel, ist auch eine Pflichttour. Aber wir bleiben in Deutschland, in meinem Alter. Bleiben wir noch in Deutschland. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 81. Und immer noch so unternehmungslustig? Ja, gesundheitlich ist so ein bisschen schon angeschlagen, aber ich fahre gerne. Ich möchte sofort losfahren. Ja. Da im Armaturenbrett, da ist ein Hut zu bewundern mit allerhand Sticker drauf. Sind das so Symbole, wo du schon überall warst? Ist ja kaum nachzuerzählen. Ja, der Sticker, man sieht den hier. Man sieht den hier, der Sticker, da bin ich schon überall gewesen. Das ist schon ein Schmuckstück. Das ist mein Hobby. Das mal von, wo wir fast überall waren. Dürfen wir auch mal hier reinschauen? Ja, selbstverständlich. Wir besteigen mal mein Hümermobil. Natürlich ist es schon ein älteres Modell. Das ist von 2004.
Aber was habe ich jetzt runter? 185.000. Man fährt rund 10.000 Kilometer im Jahr. Das reicht auch. Wenn man es hier so sieht, das ist sozusagen der Aufenthaltsraum, wo man sich auch abends mal hinsetzt, Karten spielt oder sein Essen zu sich nimmt. Und hier haben wir auch die Küche. Die Küche ist natürlich sehr gut in dem Sinne ausgestattet. Ist eine Winkelküche, auch mit einigen Differenzen. Ich habe natürlich viel dran gemacht. Wenn ich überlege, hier waren früher 2 Schubkästen. Ich habe natürlich jetzt 3 Schubkästen. Mhm. Hier war ganz früher der Fernseher drin. Was habe ich daraus gemacht? Ich habe einen Gläserschrank gemacht. Mhm. Ein Gläserschrank aus eigener Erfahrung. Die klappen auch nicht. Wird denn das Fernsehen gar nicht vermisst? Also ich kenne viele Wohnmobilisten, die schwören auf Fernsehen, damit sie abends mal die Tagesschau gucken können. Das habe ich anders gelöst. Da war das Fernsehen, ich habe das hier gelöst. Das Fernsehen einfach hier angebracht. Da kann ich von vorne, vom Sitz aus gucken. Ich kann, meine Frau oder die kann schlafen gehen, trotzdem ich vorne mein Fernsehen gucken kann. Das hier, das ist die Bettstatt. Da ruhst du des Abends mit deiner Frau gemeinsam. Und dann gibt es ja auch noch die berühmte Sanitärzelle, auf die man nicht verzichten kann. Wo man vernünftig auch einigermaßen duschen gehen kann. Und man hat einen vernünftigen Waschraum und einen Toilettenraum. Heinz Josef Willeke ist der stolze Besitzer dieses schmucken Wohnmobils. Wie lange geht's denn nun schon damit auf große Fahrt? Mit dem Malibu sind wir seit Anfang 2019 unterwegs, davor mit gemieteten Wohnmobilen, also wie gesagt seit 2019 mit dem Malibu. Haben Sie denn schon Ziele für dieses Jahr ins Auge gefasst? Die nächste große Tour geht an die Mosel, wo wir ein längeres Wochenende verbringen. Und danach geht's nach Südtirol, treffen wir uns wieder mit Freunden. Geht hoch in die Berge. Auf 2000 Metern dürfen wir privat, mehr oder weniger privat übernachten. Hervorragend. Wie sieht es bei Ihnen aus? Werden die Ziele vorher schon mal telefonisch gebucht oder fahren Sie einfach drauf los? Ja, wir sind lieber spontan unterwegs. Allerdings so richtig spontan, 100% spontan geht heute kaum noch. Also am Abend vorher wird noch mal telefoniert. Wir funken die Leute an und hat bislang immer geklappt. Lassen Sie uns mal über das Geld reden. Wohnmobilisten müssen ja erstmal ganz tief in die Tasche greifen, um sich so ein wunderschönes Mobil kaufen zu können. Dafür leben Sie aber auch etwas preiswerter. Sie können sich selber versorgen, Sie brauchen keine hohen Hotelübernachtungskosten bezahlen. Die Kosten auf einem Stellplatz sind relativ niedrig, auf einem Campingplatz zwischen 25 und 30 Euro. Haben Sie schon mal ausgerechnet, lohnt sich das so rein finanziell, sich ein Wohnmobil zu kaufen? Ein Wohnmobilfahren ist eine der teuersten Arten, Urlaub zu machen, aber auch eine der schönsten. Also insofern, wer gerne im Hotel sitzen möchte, wer sich nicht selber sein Frühstück bereiten möchte, darf das gerne tun. Wir sind lieber in der Natur, direkt vom Auto, machen uns unser Frühstück selbst. Und am Abend wird gegrillt, wird in aller Ruhe mit Freunden oder mit Leuten, die man gerade kennengelernt hat, ein Bierchen getrunken. Wunderbar. Abschließend die Frage, gibt es einen Lieblingsplatz, wo Sie immer besonders gerne hinfahren? Lieblingsplatz ist eigentlich der in der Natur, ganz egal, ob das in Deutschland, in Italien oder in Frankreich ist. Hauptsache in der Natur, gerne auf Weingütern, das sind unsere Lieblingsplätze. Ein tolles Campingjahr wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, das gebe ich zurück. Gleich nebenan treffen wir auf Winfried Pult, noch nicht lange Besitzer eines flotten Corrados. Herr Wolz, wie lange sind Sie denn schon mit dem Wohnmobil unterwegs? Also ich bin eigentlich ziemlich neu noch dabei. Ich habe das jetzt knapp 2 Jahre. Haben einige Fahrten schon mitgemacht. Erzählen Sie mal, wo sind Sie bislang so gewesen? Also letztes Jahr haben wir erst eine Reise nach Kroatien gemacht. War sehr schön da unten auch und ja, Mittelmeer gebadet und war richtig schön. Wir waren schon an der Nordsee. Hamburg, die Ecke, waren wir schon runter. Wie ist es denn so für einen Anfänger? Kommt man denn gleich so mit der Technik in diesem Fahrzeug? Die ist ja auch nicht so ganz verachten zurecht. Das ist schon richtig, was Sie sagen. Also man muss sich schon so ein bisschen einlesen. Man muss mit Leuten sprechen, die Erfahrungen drin haben. Wenn man da wirklich als Einsteiger reingeht, es sind viele neue Sachen dabei. Also muss man so sagen. Ne? Aber es klappt eigentlich ganz gut. Man muss an die Sache rangehen und doch.
Haben Sie denn auch die nötige Zeit, dass Sie sich mit dem Wohnmobil und Ihrer Frau oder wer auch mit immer mit... Wir fahren so sporadisch dann mal los, am Wochenende mal, wenn wir Zeit haben. Also da ist sie nicht dann geplant. Also gut, längere Reisen, die planen wir natürlich, ne? Die planen Sie inwiefern, dass Sie vorher schon den Campingplatz anmieten? Buchen wir vorher, nicht? Ja, das machen wir schon auf jeden Fall, denn es sind doch einige Wohnmobil schon unterwegs, das ist gar nicht so wenig, was da unterwegs ist. Da muss man schon vorher buchen für den Stellplätzen, ne? Das ist sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man in der Reisezeit unterwegs ist, sonst kann es einem passieren, dass man vor einem begehrten Campingplatz steht und die Tore sind zu, man kommt nicht rein. Auch das ist uns schon passiert, dass wir da, wie gesagt, die Stellplätze überbucht waren, nicht? Dann muss man gucken, dass man irgendwo anders rauskam. Ne? Das hatten wir letztes Jahr erst am Steinhuder Meer. Wir sind 2 Stunden ums Steinhuder Meer rumgefahren, jeden Platz angefahren. Im Endeffekt haben wir uns dann irgendwo an der Straße hingestellt, ne? Weil wir nichts mehr gefunden haben. Das passiert durchaus. Ne? Hat es denn schon ein Ziel gegeben, wo Sie gesagt haben, boah, das war die Granate, da möchte ich gerne immer wieder hin? Ach, ich kann eigentlich sagen, ist alles immer schön. Ne? Allein dieses Freiheitsgefühl, was man beim Wohnmobil bei hat, ne? Beim Camping und so weiter. Ja. Meine Frau und ich haben schon immer mal Camping gemacht. Ne? Da können wir eigentlich nicht sagen, da wollen wir nicht hin und da wollen wir hin. Also uns gefällt es eigentlich auch so. Ne? Viel Freude noch für das kommende Wohnmobiljahr. Ja, danke schön. Und viel Freude machte sich auch hier mit Unterstützung der Adler-Musiker am Ende des Thüringer Weges breit, als die einzigartige Bierzapfanlage im Besitz von Rudi Krause seine Tätigkeit aufnahm. Und er war es auch, der eine Tombola organisiert hat und jetzt Preise verteilen konnte. Das erste Ankämpfen mit viel Herzblut organisiert, vielleicht dann im nächsten Jahr auf einem lang ersehnten Stellplatz. Ja, und hier geht's natürlich weiter beim ersten Ankämpfen hier in Oberntudorf. Gleich werden die Würstchen auf den Rost gelegt und noch das ein oder andere Kaltgetränk zu Gemüte geführt. Es wird hier in jedem Fall noch ein feuchtfröhlicher Abend werden, wie das bei Wohnmobilisten so üblich ist. Und vielleicht haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt auch ein bisschen Lust auf Wohnmobil bekommen. Freiheitsliebend und unabhängig, das sind Camper und Wohnmobilisten. Der ein oder andere hat aber sicher die technische Möglichkeit, auch auf seinen Reisen auf dem Laufenden zu bleiben. Genau wie Sie. Wenn Sie im Internet unter selzer.tv oder auf Facebook und unter nrvision.de unsere Sendungen und Berichte anschauen. Das geht ja bekanntlich von überall auf der Welt. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielleicht probiere ich jetzt doch noch einmal einen Reim für die nächste Sendung. Auf jeden Fall bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Tschüss und bis bald.